Ich grüße euch ganz herzlich zurück bei Enderlidies. Wir sind hier wieder weiter oben. Ich will mal gucken, ob wir hier noch weiter nach oben kommen. Denn das sieht komisch aus da. Da gibt es noch zwei Wege. Entweder können wir an Schrägen hochklettern oder wir brauchen irgendwas zum Fliegen. Also hier kommen wir definitiv nicht weiter. Ich gehe jetzt aber von hier unten dann nochmal nach rechts. Wow. Will ich da sein? Ja, eigentlich wollen wir nach unten. Autsch. Dem habe ich ein paar Mal gegeben. Nimm das! Dieser Bösewicht. Man muss ein bisschen das Moveset lernen, dann gehen die eigentlich schon. Oh shit. Hunde. Mag ich gar nicht. Ah. Was wir aufkriegen können. Hundertmal unreines Sediment. Wir können Zeug upgraden, glaube ich, wenn wir wollen würden. Okay, gehen wir erstmal auf der linken Seite nach unten. Oh, damit, das Mimik noch dabei. Da ist Mimik noch dabei. Autsch. Schlecht. So, nimm das, du fieser Mimik. Nochmal 30 unreines Sediment. Ist immer noch nicht alles hier. Irgendwas haben wir übersehen. Und ich würde ganz gerne rausfinden, was. Okay, hier geht es wahrscheinlich nach unten. Da gehen wir noch nicht hin. Ich will zuerst das hier. Zu Ende machen. Okay, hier ist noch was. Oh, damn it. Das habe ich aus Versehen weggeklickt. Ich glaube, wir können es aber im Inventar dann lesen. Kann man ganz gut kiten. Ich glaube, ich muss das lesen, wenn ich beim nächsten Mal an einen Rastpunkt komme. Wir haben hier aber immer noch nicht alles gefunden. Hier ging es auch nochmal runter. Lass uns nochmal von oben kommen. Und schauen, ob da noch was ist. So, das können wir jetzt mal verwenden. Ach Mist. Okay, nochmal zurück. Und wir gucken, ob es da vielleicht irgendwo noch eine scheinbare Wand hat. Weil ansonsten wüsste ich echt nicht, wo hier noch was sein sollte.
Ach, Mist. Dang it. Okay, hier ist noch nicht das nächste Gebiet. Das heißt, hier könnte definitiv noch was sein. Gut gemacht, Eule. Habe ich dich? Okay, hier geht's weiter nach rechts. Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Ich glaube momentan eher lieber nicht. Ach. Ich habe auf das Item geguckt. Yay, magische Kette. Relikt-Slot. Und hier geht's in... Okay, wir haben alles hier. Da geht's nach unten. Ha. Hey. Wow. Was mache ich hier falsch? Kommen wir hier wieder hoch? Da nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir runtergekommen sind, ehrlich gesagt. Okay, im unteren Gebiet fehlt noch irgendwo was, aber ich habe keine Ahnung, wo da was ist. Ich denke, wir werden erstmal irgendwie einen Boss finden müssen. Hier geht's nach rechts. Was könnte... Das ist ein Dead End. Könnte schon was Bossmäßiges sein. Oder ein Miniboss oder sowas. So, kein Geheule. Oh! Na komm. Der wäre auch weg. Ich meine, wenn du schon Dead End ist. Gucken wir uns das auch in Ruhe an. Gut. Einer ist weg. Autsch. Scheiße. Contact Damage. Okay. Das war soweit gut. Miniboss. Habe ich das Gefühl. Ja, Henker. Okay. Ja. Autsch. So viel HP. Aber ich auch nicht. Jetzt ein Teleport Strike. Der Penner. Okay, wir haben ihn. Gute Sache. Kümmert euch nicht um mich, flieht einfach. So, ich darf nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal raste, dann den einen Brief oder so noch durchzulesen. Fertigkeit Henker.
erscheint hinter den Gegnern in seinem Sichtfeld, um sie zu meucheln. Der namenlose Henker trainierte seit seiner Kindheit mit Rittmeister Julius. Sein Traum war es, ebenfalls Ritter zu sein, doch in ihm floss sündiges Blut und so ward ihm der Traum verwehrt. Okay, Sünder können keine Ritter werden, ist interessant. Hier wären wir dann auch erstmal durch. Ich habe das Gefühl, wir sind nahe bei einem richtigen Boss. So, es geht auch noch nach oben. Wo geht's nach oben? Hier geht's nach oben. Beziehungsweise es geht nach unten. Ich glaube nicht, dass wir da so einfach hochkommen. Oh. Nein, ich wollte den Angriff nach unten machen. Okay, gut, das hat geklappt. Okay. So, wie kommen wir da wieder hoch? Gar nicht? Aber ich habe keine Heilung mehr. Dann würde ich sagen... Ach, da geht's dann nach unten. Wir müssen das nochmal durchbrechen. Das geht dann nach unten. Du hast... Ha. Pack dich mal dahin. Für den Moment. Erinnerung, nein. Oder habe ich das hier im... Ach, hier Notizen. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß nicht mehr, was wir... Aktivitäten im verbotenen Gebiet. Das hatten wir. Notiz des ersten Königs. 2. Höhnies Notiz 3, die hatten wir nicht. Meine Schwester hat bis zum Ende gelächelt. Sie liebkoste ihren Sohn und wünschte sich, wenigstens Julius solle ein normales Leben führen. Auf Wunsch meiner Schwester hin entschied ich mich, entgegen der Regeln der Henker Julius aufzuziehen. Ich will alles dafür geben, damit er eines Tages sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Ist Höhnie vielleicht den Typen, den wir vorhin besiegt haben? Man weiß es nicht. Geht's hier zum Boss? Das ist die Hinrichtungsstätte. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Gehen wir zurück. Ich will erstmal gucken, ob ich hier irgendwie... das Ding hier durchbrechen können. Ja, wie kommt man von hier hoch? Gar nicht. Wie mir scheint. Es geht nur von oben nach unten. Ha. Okay, erstmal heilen. Ja, wir kommen hier nicht weiter hoch. Das heißt, wir müssen nochmal reisen. Lasst uns nochmal dahin reisen. Das wird jetzt ein bisschen ätzend, weil der Weg dahin nicht ganz trivial ist. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
So, und zwar wollen wir hier einfach durch, oder? Genau so ist es. Okay, wir haben's. So, jetzt ist die Frage, wo war das nochmal? Ich glaube, das war hier. Okay, das hat geklappt. Und das sieht nach einem Secret oder Dead End. Ah! Tot. Okay, aber zumindest ist der Weg offen. Das heißt, jetzt müssen wir nicht mehr so weiter rennen. Wir können uns wieder zurückporten. Das hier war's. Hinrichtungsstätte. Wundervoll. Da wollte ich schon immer mal hin. So, dann hier wieder zurück. Wir haben auch noch irgendwie ein Item hier irgendwo übersehen. Ah, du Bastard. Kannst du in die richtige Richtung schauen, bitte? Das ist noch so ein Ding. Okay, das hat ein bisschen Range nach unten. Alte Seelenreste. Einsetzbar für die Verstärkung des Schwarzen Ritters. Yay! Die Reste der extrahierten Kraft eines Mitglieds des Alten Volks. An einem Ruheort werden damit Fähigkeiten des Schwarzen Ritters verstärkt. Er wurde hier wohl eingesperrt, als er... Okay, das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Gut, das war hier auch schon alles. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Episode schon ist. Es kann sein, dass es ein bisschen kürzer ist. Aber das ist okay. Ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich denke, wir müssen diesen Boss töten. Und dann sehen wir mal, was wir für eine Fähigkeit bekommen, wenn wir das tun. Wir brauchen irgendwas zum Fliegen, habe ich das Gefühl. Es gibt viele Orte, wo wir immer noch nicht rankommen. Aber gut, ja, das gucken wir dann in der nächsten Episode an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.